Guten Morgen und frohe Weihnachten. Guten Morgen. Ja, es ist der 24. Es ist unglaublich. Schon wieder fast das Jahr vorbei, nur noch ein paar Tage. Aber jetzt wird erstmal Weihnachten gefeiert. Ja, wir machen uns heute erstmal einen ruhigen Tag. Wir sind spät aufgestanden, haben ausgeschlafen, sogar länger ausgeschlafen, als wir eigentlich wollten. Und jetzt werden gerade erstmal ein paar Pancakes in der Weihnachtsbäckerei gezaubert. Jessie steht hier schon fleißig am Herd. Naja, es sind eher Rotis hier. Ja, Rotis. Und die Asiaten haben es mal wieder drauf, alles in Plastik zu packen. Ja, jede Tüte dazwischen, also zwischen einem so einem Roti, unglaublich. Jetzt wird erstmal gewurzelt. Und wir haben Glück, es regnet heute nicht bis jetzt. Es war auch kein mega schönes Wetter, aber immerhin regenfrei. Mittlerweile haben wir schon 3:30, weil der Regengott schlägt leider auch an Weihnachten zu. Es hat jetzt eben richtig mächtig gegossen, jetzt ist es aber gerade wieder gut. Jetzt wollen wir auch mal die Gunst der Sekunde oder Minute nutzen. Ja, denn ihr habt ja bestimmt noch den Hund aus dem letzten Video im Gedächtnis, ne? Den fahren wir jetzt besuchen, hoffen, dass er auch da ist, ja. Und wollen ihm ein bisschen Futter bringen. Und vielleicht treffen wir ja noch andere Hunde auf der Strecke. Ja. Und ja, wir würden ihn natürlich gerne mitnehmen, aber es ist eigentlich unmöglich, weil wir nächstes Jahr auch wieder viele neue Länder bereisen möchten. Ja. Und wir hatten halt noch nie einen Hund. Wir haben viele Hunde in der Familie, aber wir wissen gar nicht, wie das geht, mit Hund zu reisen. Es ist halt viel komplizierter. Ja. In Unterkünften können wir die Hunde teilweise oder den Hund dann nicht mit reinnehmen. Es ist, ja, weil viele von euch gesagt hatten, nehmt den doch mit, aber... Ne? Wir hatten damals ja auch kleine Welpen in Thailand, die wir mit großgezogen haben. Da haben wir auch schon überlegt, aber das Ding ist, auch, ist so kompliziert. Ja, das größte Problem ist meiner Meinung nach, abgesehen vom Reisen auch, dass wir zum Beispiel hier auf Bali, gibt es so viele wilde Straßenhunde. Und wenn man dann seinen Hund dabei hat und man läuft hier rum, auch in der Gegend, wo andere Hunde diesen Hund nicht kennen, das kann halt auch ganz schnell böse ins Auge gehen, dass der Hund mal zerbissen wird von so einem Rudel wilder Hunde oder all sowas. Und wenn es einfach möglich wäre oder wenn es überhaupt relativ gut möglich wäre, wir würden das sofort machen. Ich glaube, da hätten wir schon eine ganze Herrscher an Hunden mittlerweile auch dabei. Ja. Aber so, ja, es ist halt leider so eine Sache, wo man keine Base hat. Ja, jetzt fahren wir erst Hundefutter kaufen und dann für uns einkaufen. Genau. Was ist los? Hm? Was ist los? Jetzt geht es erstmal in den Lottemarkt, weil das ist ein Großmarkt. Und da gucken wir jetzt erstmal nach Hundefutter und gleich auch so noch nach Sachen. Den haben wir erst jetzt die Tage gefunden. Toll, ja. Ne? Und jetzt nächste Woche reisen wir wieder ab. Und guckt mal, was es hier gibt. Einen riesig großen Weihnachtsbaum. Mega. So, wir sind ja beim verlassenen Freizeitpark angekommen, aber noch kein Hund in Sicht. Und heute ist das Wasser echt hoch. Und es hat mal wieder angefangen zu regnen, deswegen Regencapes. Da vorne haben wir jetzt so ein Hündchen gefunden, das könnte echt Hilfe, glaube ich, gebrauchen. Der sieht ganz fies aus, so vom Fell her und Bauch, aber die sind alle so verängstigt. Das haben wir dem schon Futter auf die Straße gekippt, aber der macht einen riesigen Bogen um uns rum. Wir haben unseren Hund jetzt leider nicht gefunden, aber da vorne... Ist jetzt ein Verängstigter, das Futter, was wir hingelegt haben. Mal gucken, wie viele wir noch auf dem Weg finden. Jessie ist schon wieder hinten im Kaufrausch. Wir haben schon wieder 2 Tüten voll.
und gehen jetzt erstmal in den International Corner und Bakery. Bakery wird wahrscheinlich nichts sein, aber mal schauen, was wir sonst noch finden. Wir sind erst zweimal oder eigentlich mehrmals in den Regen gekommen, haben zwischendurch noch ein paar Hunde gefüttert. Wir hatten sogar ein ganz kleines Baby dabei, der hatte aber Angst. Und ja, dann waren wir nochmal einkaufen, das habt ihr auch wieder gesehen. Schaut mal, wir haben sogar für 1 Euro noch ein paar Weihnachtskugeln bekommen. Die werden dann gleich noch hier dran dekoriert. Oder der Baum wird noch fertig geschmückt, hier das kleine Prachtstück. Und Daniel ist schon fleißig am Kochen. Oder am Schnibbeln. Ja, ich wollte sagen, kochen ist halt noch nicht. Ich versuche gerade die Knoblauchzehe vom Rest zu befreien außenrum. Aber die ist echt widerstandsfähig. So sieht's bis jetzt aus. In dem Licht gar nicht so geil. Wir haben auch keinen Rotkohl gefunden. Nee, leider nicht. Deswegen gibt's Reste. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass es das erste ruhige Weihnachten auf unserer Weltreise ist? Das erste Jahr, da sind wir nämlich nach Australien geflogen, da waren wir hier auch auf Bali. Und da mussten wir am 24. nach Australien, weil das Visum abgelaufen war. Ja. Ne? Und das zweite Jahr auf Weihnachten, das war in Namibia, da sind wir in den totalen Sandsturm gekommen und sind dann auf einen anderen Campingplatz gefahren, als wir eigentlich wollten. Ja, wieder durch den Sandsturm zurück. Ja. Und das war auch ein bisschen turbulent. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass es halt ruhig ist. Aber es ist auch schön. Und wir haben einen Weihnachtsbaum. Ja. Ja. Jetzt werden wir gleich noch skypen. Und dann noch mit einem Sekt anstoßen, ne? Ja, genau. Und wir hoffen, dass ihr alle ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest habt. Weil es geht nicht oft um die Geschenke einfach, die man sich an Weihnachten schenkt, sondern es geht um viel mehr. Und in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass die meisten Menschen kaum noch Zeit haben, vor allem Zeit mit ihren Lieben. Immer ist Stress und Hektik angesagt. Deswegen hoffen wir wenigstens jetzt um die Weihnachtszeit, dass ihr einfach Zeit verbringt, weil Zeit ist das kostbarste Gut und einfach vor allem Zeit mit der Familie, Freunden und den Menschen, die einen lieben und einem gut tun. So ist es. Wir vermissen unsere Familie auch sehr. Es ist definitiv nicht mehr so schlimm wie im ersten Jahr damals, aber ja, es ist halt das dritte Jahr auf Weihnachten und man gewöhnt sich einfach nicht dran. Dritte Weihnachten auf Weltreise. Dann kann man sich einfach schlecht dran gewöhnen, dass die Familie da nicht bei einem ist. Im Grunde ist es auch meistens ja eigentlich ein Tag wie jeder andere auf Reisen. Aber trotzdem, wäre halt schön, sie hier zu haben und so ist das dann. Es ist sogar ein Champagner, ne? Mhm. Den haben wir von dem Lauren bekommen. Laurent, die Tage getroffen. Weil das heißt die Tage, das ist auch schon 2 Wochen her, glaube ich. Mhm. Tschuuu. Und einmal in Wassergläser, bitte. Gerne, die Dame. Guck mal, er tut sogar die Hand hin, warum er So, wir haben jetzt den nächsten Tag und jetzt geht's auch schon direkt los zum Community-Treffen. Wir wollten heute eigentlich Spenden gefahren sein, aber das Kinderheim hat sich erstens nicht gemeldet. Dann fahren wir wahrscheinlich morgen hin und es hat wieder total geregnet, aber jetzt scheint die Sonne. Ja, also richtig heftig heute gewesen. Passt auf jeden Fall jetzt. Ja.
So, wir sind jetzt angekommen, die ersten Leute sind schon da, beziehungsweise mehr als die ersten. Wir sind, glaube ich, schon über 20 Leute und das ist eine richtig coole Runde hier. Einmal der ganze Tisch hier voll. Hi Toni. Und dann die ganzen Leute, die beim Essen stehen. Echt witzig. Ja. Viel, wa? Oh, jetzt hast du schon wieder lange nachgelassen, Brunnen war Wille. Unser Treffen, das endet jetzt langsam und wir sind ja die Letzten, wie immer im Restaurant, wir werden gerade rausgekehrt, aber es war richtig cool gewesen, wieder super nette Leute auf jeden Fall. Und ja, der harte Kern hinter mir ist noch da. Der Jungspund hier. Ja, richtig coole Leute und war schön, euch nett euch kennengelernt zu haben, wenn ihr das Video mal seht. Und ich denke, den einen oder anderen sehen wir auch wieder. Sind wir noch mit einem Paar hier? Und der Bus da hinten? Bus? Ja, der Van oder was weiß ich. Und wir fahren jetzt noch in so eine Skybar, aber wir finden sie nicht. Und gucken mal, wie es weitergeht. Ist endlich angekommen, hatten gerade eigentlich ein bisschen Pech, weil eigentlich ist gerade geschlossen worden, aber sie haben noch eine Runde Bier und ein Wasser rausgerückt. Das ist, glaube ich, das teuerste Wasser der Welt für, was habe ich bezahlt? 4 Euro oder so. Und das Bier ist genauso teuer. Ja, das war eigentlich so teuer. Fast das teuerste Wasser auf Bali. Ja. Mega genial, aber... Ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken und dann ja, nehmen wir noch einen. Prost! Wir haben wieder richtig Pech gehabt. Wir stehen oben auf der Bar, eine Skybar, und da fängt das total an zu gießen. Aber richtig genial ist hier, die haben aus leeren Plastikflaschen den Weihnachtsbaum gebaut. Mega cool. Und ja, jetzt gleich verabschieden wir uns und war auf jeden Fall ein mega Abend.